Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk Phantom of Liberty. Okay, du bist nicht ganz mit runtergekrabbelt, aber reicht ja auch. Dann lass es hier nochmal durch. Genau, das ist halt die Möglichkeit, das ist jetzt halt die Alternative, wenn wir das Tor nicht aufkriegen. Oh. Alles klar. Das war unerwartet. Na gut, wir können sie abschalten. Tschüss, tschüss, Kamera. Hier auch noch was? Sieht aus wie ein Kontrollraum. Ja. Ja, dann. Roten Jahrzehnte. Okay. Na, vielleicht können wir da ein bisschen was um- oder ausschalten. So. Das war's, ne? Sonst gibst du mir keine Informationen. Aber gut, ist ja okay. Ah, gut. Dann hätten wir sowieso hier rüber müssen. Weil das hier alles eingestürzt ist, wie es aussieht. Elizabeth Crest Street. Bullheaded Betty, so wurde sie genannt. 9-mal wiedergewählt. Unglaublich, oder? Die hatte ihren Arsch an den Stuhl geschweißt, glaube ich. Witzig, dass man ausgerechnet in Night City eine Straße nach ihr benannt hat. Ist da jemand etwa neidisch? Bitte, wieso neidisch? Mhm. Was Interessantes hier? Ne. Ich noch mal kurz scannen. Irgendwie tut mir das hier nicht gut, habe ich gedacht. Ja, vielleicht wird Songbird ja langsam wieder aktiviert. Könnte ich mir vorstellen. Wieder da! So. Wieder besser. Was ist los? Bist du verletzt? Es ist nichts. Wirklich. Bitte, wie? Ich kann Bullshit auf 3 Meilen riechen. Ich habe einen experimentellen Arasaka-Biochip im Hirn, der mich umbringt. Somi meinte, sie kennt eine Lösung. Warte. Du meinst den Relic? Ganz genau der. Die geheime Tech, die jemand von Arasaka geklaut hat. An dem Tag, als Saburo seiner Sterblichkeit erlegen ist. Bingo. So hat Sumi dich also kontaktiert. Und das erklärt auch, was für eine Abmachung ihr getroffen habt. Danke für deine ehrliche Antwort. Wenn wir überleben wollen, müssen wir zusammenhalten. Ja, ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, das vorher zu verheimlichen. Ich meine, sie ist ja eh auf unserer Seite und
das uns verraten wird, deswegen glaube ich eher weniger. Können wir jetzt mal hochfahren zu den Apartments? Erwartest du mehr Ärger? Heute Nacht? Ganz bestimmt. Wir sollten auf alles Mögliche vorbereitet sein. Achter Stock, wir sind da. Super Ort für einen Hinterhalt. Hoffentlich denkt sich das sonst keiner. Mhm. Graffiti. Sind wir so da? Ich gebe dir Deckung. Auf drei. Na, jetzt. Ist da irgendwas von Interesse hier? Ja, tatsächlich. Moment, ich komme gleich wieder. Da ist nämlich noch Loot. Und genau hier ja auch noch. Okay. Jetzt können wir los. Eins, zwei. Und stockfinster. Wo bist du, Somi? Wir sind wohl vor ihr da. Sieht so aus. Dann warten wir. Mhm. Wobei ich lieber nicht im Dunkeln sitzen würde. Strom wäre nützlich. Dann könnten wir auch das Radio zum Laufen bringen. Wieso? Brauchst du deine tägliche Dosis Propaganda? Wir müssen wissen, wie die Lage aussieht. Ich werde mich erstmal umziehen. Allerhöchste Zeit. Siehst du diese dreckigen Lumpen an? Diese dreckigen Lumpen sind nicht auf jedem Bildschirm in der ganzen Stadt zu sehen. Im Gegensatz zu meinem Anzug. Sieh dich mal um. Bin gleich wieder da. Alles klar. Explosive Mikrowelle. Sehr lecker. Haben wir doch was, ne? Hör dir das mal an, wie postmoderne Kunst. Du wirst wahrscheinlich umziehen, wenn wir da hinten sind, ne? So. Tag und der Bewohner. Mhm. Nächste Schallplatte. Oder mal zum Blick aus dem Fenster. Ah ne, da ist Johnny. Okay. Eher ein selbstgebastelter Generator. Vielleicht bringen wir den zum Laufen. Aha. Scheiße. Das Teil wacht ohne etwas Saft nicht auf. Von mir aus? Aber jetzt, wo mal niemand auf uns schießt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Du nicht? Doch, geht mir auch so. Das ist alles so verworren. Songbird, Netrunner der Oberklasse, verspricht uns ein Allheilmittel und löst sich in Luft auf. Myers, verlogene Politikerschlampe, die irgendwer aus Washington rücklings abstechen wollte. Wer und warum? Keine Ahnung. Oh, und Kurt Hansen und sein verfickter Raketenwerfer. Echt geil.
Mich juckt's irgendwie in den Eiern. Als ob mir jemand was verheimlicht. Du meinst, Songbird hat uns nicht alles erzählt? Die Frau ist ein Mysterium. Ich stehe auf sowas, aber glaub mir, das geht nie gut aus. Naja, wir hatten ja auch kaum Zeit zu reden bei all dem Gerenne. SF-1, Rennen. Chimera, Rennen. Schon, aber ich habe Fragen an die Kleine. Hoffentlich kriegen wir noch Antworten. Aber gut, bring erstmal den Sturm zum Laufen. Okay, dann. Das ist eine leere Batterie. Da brauchen wir wohl noch was. Alter Einzelteil. Na gut, vielleicht können wir da irgendwas zusammenbasteln. Ich habe ja schon gescannt, ne? Schädigte Drohnen. Du dich mittlerweile umgezogen? Zumindest ist sie nicht mehr hier. Ah ja, da drin ist er. Okay. Alles okay bei dir? Ja. Ich kann mich alleine anziehen, wie... Auch wenn ich das seit 12 Jahren nicht mehr muss. Okay. Dann ist ja gut zu wissen. Ach, da könnte was... Ja, okay. Batteriegetriebene Drohne. Okay. Da könnte schon was drin sein. Okay, das sieht ganz gut aus. Alles klar, dann Feuer frei. Rein mit dir. Schmeiß ihn an. Drück mir die Daumen. Dann wollen wir mal. Geile Scheiße. So, sehr gut. Das sieht doch schon wieder besser aus. Mal, was ich hab. Was meinst du? Im Kühlschrank ist noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Neuer Look? Sehr schick. Nicht wahr? Zumindest weniger auffällig. Gönn dir eins. Da würde ich dich glatt wählen, Madam President. Als wärst du wahlberechtigt. Vielleicht ein kleines Geschenk von Songbird? Das ist ein netter Gedanke. Zurück nach Night City. Die Mutmaßungen über das abgestürzte Passagierflugzeug nehmen kein Ende. Vertretern der NUSA zufolge war Präsidentin Rosalind Myers bei der Katastrophe an Bord. Die Behörden der Stadt haben noch kein offizielles Statement veröffentlicht. Im Gegensatz zu einer nicht unbekannten Persönlichkeit. Kurt Hansen, der selbsternannte Anführer von Dogtown, berief heute eine Pressekonferenz ein, um sich zur Lage zu äußern. Offensichtlich wird mir das hier angehängt. Die NUSA sind seit Jahren hinter mir her. Ich bin sicher nicht perfekt. Aber ich bin noch nicht lebensmüde. Ein Mordanschlag auf die Präsidentin der NUSA, als ob. Das ist keine Kleinigkeit. Jeder Zuhörer sollte nach den wahren Beweggründen hinter diesem Spektakel in Dogtown fragen. Die NUSA würden liebend gern ihre Armee nach Dogtown schicken. Aber wird ihnen das reichen? Nein. Ihr, die Bewohner von Night City, seid als nächstes dran. Scheiße. Ich sage es euch. Scheiß drauf. Der nächste Krieg... Dieser Neandertaler ist clever. Vielleicht zu clever.
Klassisches Ablenkungsmanöver, was Hansen da macht. Zweifel säen und den Leuten Angst machen, wenn die NUSA dich rausholen wollen. Am Ende geraten alle aneinander. Du weißt echt, wie man jemanden aufmuntert. Wenn irgendein Unbekannter einen Krieg auslösen will, wäre ein Anschlag auf mich ein super Anlass. Lass Washington wissen, dass du noch lebst, und zwar schnell. Ah, Washington anrufen. Ohne zu wissen, ob Freund oder Feind ans Holo geht. Da kann ich mich auch draußen Hansens Scharfschützen stellen. Nein, wie? Das sind keine Optionen. Hörst du das? Schritte. Songbird? Könnte schon sein. Wer weiß. Das ist unser Glückstag, Chumba. Ein Penthouse mit geiler Aussicht. Und funktionieren im Licht? Schon irgendwie seltsam. Immer nur am Motzen, Alter. Echt. Spielverderber. Du wolltest doch leichter an die Fallschirmabwürfe. Tada! Wie? Wir müssen die ausschalten. Komm schon, Mann. Sehen wir uns mal ein bisschen. Warte. Ich will mit denen reden. Ist es nicht. Hoffentlich weißt du, was du tust. Waffen ablegen, sofort! Was zur Hölle? Ich sag's nicht nochmal. Hey, chill mal. Wir suchen nur nach einem Ort für die Nacht. Der hier ist besetzt. Siehst du? Komm mir nicht so nah. Okay. Okay, besser. Waffen ablegen, sofort! Was zur Hölle? Ich sag's nicht nochmal. Hey, chill mal. Wir suchen nur nach einem Ort für die Nacht. Der hier ist besetzt. Siehst du? Kann ich mit dir reden? Aha. Das hier ist also die Präsidentensuite. Scheiße. Hab von dem Kopfgeld auf Rosalind Myers gehört. Was machen wir denn jetzt? Kommt schon, Leute. Ihr wollt doch keinen Ärger. Wir finden eine Lösung. Du zeigst mit einer Wumme auf mich, verdammt. Die Wumme bleibt still, wenn ihr es auch seid. Das ist eine gute Idee. Aber unser Schweigen ist nicht gerade billig. Hey, mach mal halblang, Alter. Ruhe, Taylor. Ich verhandle hier. Du hast auch mit Hansen verhandelt. Lief super, nicht oder? Nicht jetzt. Du hast mit Hansen verhandelt? Worüber denn genau? Da war nichts. Ein Missverständnis. Wir haben ihm das Bein abgehackt. Lass das. War ein Interessenkonflikt. Colonel Hackfresse schätzt unabhängige Unternehmer wie mich nicht. Deshalb habe ich eine Frage. Was könnt ihr uns Besseres bieten? Ihr überlebt noch einen weiteren Tag. Läuft bei euch. In Dogtown? Na, was für ein Glück. Wer hat dir was von Dogtown gesagt? Eine Hand wäscht die andere. Ich kann euch hier rausholen. Euch ein neues Leben in einer neuen Stadt bieten. Mit einer neuen Identität. Jacob? Und wie genau soll diese Hilfe aussehen? Hier ist genug Platz für 4 Leute. Wir können uns leicht aus dem Weg gehen. Aber falls ungeladene Gäste kommen, verlassen wir uns auf eure Unterstützung. Echt? Was überlegt ihr denn noch, Chooms? Chillax mal. Muss die Vor- und Nachteile abwägen. Meinst du, das geht noch langsamer? Na gut, Madam Press. Abgemacht. Und ich will einen Rayfield. Meine Fresse. Aha. Irgendein bestimmtes Modell? Ah, mein Arsch passt in jedes rein. Und wo soll der geparkt werden? Sag ich dir. Wenn dein Bodyguard mir heute Nacht nicht die Kehle aufschlitzt. Und wie? Hast du vor, diesen Herren die Kehle aufzuschlitzen? Ganz ruhig, Chum. Solange du dich benimmst. Okay. Versprochen, Mutti. Na super, wunderbar. Dann sind wir uns einig. Okay, cool. Ich würde ja gern was mit meinen neuen Chums trinken, aber Tee und ich haben morgen früh noch was vor. Da steht ein Fallschirmabwurf an. Wir auch. Komm, wie? Das war ein scheiß langer Tag.
auf jeden Fall. Echt viel. Irgendwann bringst du uns noch beide um. Vielleicht. Aber dann verreckst du mit einem Lächeln auf dem Gesicht und deinen Eiern in der Hose. Okay. Wir suchen jemanden. Eine asiatisch aussehende Frau, um die 30. Hast du sie gesehen? Kommt mir nicht bekannt vor. Kannst du dich nicht ganz normal in einer Bar mit ihr treffen? Du hast die Nachtwache? Das ist mein Teil der Abmachung. Und eine alte Angewohnheit aus den Badlands. Du bist also Nomade? War ich mal. Aber das ist lange her. Hast die Familie verlassen? Ich hab sie verraten. Und ich will nicht drüber reden. Okay. Jetzt machen sie tatsächlich einen ganz, ganz netten Eindruck, die Jungs. Okay, du noch was? Was geht, wie? Wollen wir quatschen? Dann raus mit der Sprache, Kleiner. Ein Job bei der Präsidentin? Wie ist das so? Verdienst bestimmt fett, oder? Ich arbeite nicht für Myers. Ist nur ein Auftrag. Sir. Ich meine, scheißt du auch in Gully und nennst das dann ein Klo? Glaub mir halt nicht. Mir Latte. Also bist du ein Söldner? Was für ein scheiß Glück. Jackpot. Klar, mein Leben ist traumhaft. Jedenfalls habt ihr vor heute Nacht eine gute Entscheidung getroffen. Sicher, abgelegen, sogar mit funktionierenden Stromleitungen. Du hast was von Fallschirmabwürfen gesagt. Naja, Colonel Hansen hat einen großen Markt, aber keinen Hafenzugang. Irgendwie muss er an seine Lieferungen kommen. Waffen, Munition, Medikamente, alles Mögliche. Fällt aus dem Himmel und gehört in den Schoß. Und wenn du dich auskennst, fällt manchmal stattdessen dir was in den Schoß. Ja? Und das behaltet ihr dann? Ihr klaut von Kurt? Das ist Kinderkram. Ich nenne das Trickle-Down-Effekt. Was ich nicht verstehe, das Gebäude ist sicher, oder? Warum lebt hier keine Sau? Also, weil es hier spukt. Kennst du die Geschichten gar nicht? Jacob. Das stimmt. Hier sind total viele Leute unter mysteriösen Umständen gestorben. Alle durch einen Schlaganfall. Einmal wurden hier 12 Runner mit zerbrutzeltem Hirn gefunden. Seitdem hat Hansen das Haus gesperrt. Und die Befehle des Colonels sind mächtiger als Geschütztürme und so. Da hält man sich fern. Und warum sind wir dann hier? Weil der Wichser uns mal kann. Die Spukgeschichten auch. Okay. Ich glaube, sonst haben wir aber auch erstmal nichts mehr zum Looten. Okay. Na, hätte ein bisschen was, glaube ich, noch mitnehmen können, der Typ. Aber ich glaube, auch der wäre gegen den Headshot nicht so wirklich gefeilt gewesen. Okay. Endlich. Meine Füße tun scheiße weh. Komm schon, atme mal durch. Immer noch nichts Neues von Sumi? Funkstille. Sie ist noch nie so lange verschwunden. Irgendwie besorgniserregend. Was hältst du von unseren Mitbewohnern? Dumm wie Scob. Aber nicht ganz nutzlos. 2 extra Waffen auf unserer Seite schaden nicht. Willst du sie dafür wirklich belohnen? Warum denn nicht? Die gehen ein großes Risiko ein. Also, was ist, wenn Songbird nicht kommt? Wir warten auf sie. Mehr können wir gerade nicht tun. Wenn sie nicht kommt, dann haben wir noch eine weitere Option. Aber das können wir morgen entscheiden. Wir sollten uns ausruhen. Das ist alles echt surreal. Was denn? Ich könnte jetzt zu Hause sein. Normalerweise würde ich die Abendberichte lesen, mit einem Wasserglas und 2 Schlaftabletten.
Klingt nicht, als würdest du das vermissen. Wir sehen uns morgen, wie. Wir sind auf dem Balkon. Okay, dann einen guten Morgen. Und gut geschlafen? War alles ruhig? Unter einem Dach fühle ich mich immer irgendwie eingesperrt. Aber Jacob, der liebt das Land der Träume. Komm schon, bist du jemals in Rayfield gefahren? Meine Villa und meine berühmten Freunde. Meine Luxusbude. Die ganze Nacht hat er sowas gelabert. Scheint wohl ein Mann mit Ehrgeiz zu sein. Und einer schiefen Nase. Wo finde ich Jacob? Beim Fallschirmabwurf in der Nähe. Er wollte es auschecken. Okay. Ja, stimmt, hier ist ja dann der entsprechende Kühlschrank. Leeren wir ihn mal. Okay, die scheint mir wirklich vertrauenserweckend zu sein. Sie ist nicht da. Also kommt sie auch nicht. Du hast Hansons Jagdmeuten gesehen. Vielleicht wurde sie erwischt. Möglich. Und das bereitet mir große Sorgen. Ich muss sie finden. Man lässt seine Leute nicht einfach zurück. Glauben Rekruten diesen Märchenscheiß noch? Egal, was passiert ist, sie braucht unsere Hilfe. Hör mal, die Nacht war zwar ruhig, aber du musst aus Dogtown weg. Wie denn? Auf gut Glück im Kofferraum versteckt? Hansen wartet doch nur auf so eine Verzweiflungstat. Schon. Aber irgendwie muss das gehen. Ich kenne viele Fixer. Einer von denen... Vergiss es. Die verkaufen mich an den Meistbietenden. Klingt so, als müsste ich sie ganz allein finden. Nein. Ich kenne jemanden, der dir hilft. Und zwar Solomon Reed. Vor 7 Jahren war er Leiter unserer Geheimdienstoperation in Night City. Er und So-Mi waren ein Team. Nach dem Konflikt wurde er zum Schläfer. Also ist er noch da draußen. Reed ist prinzipientreu. Er lässt sich nicht bestechen oder beeinflussen. Wenn wir jemandem vertrauen können, dann ihm. Ein Schläferagent? Echt jetzt? Erzähl mir mehr, wenn das jetzt kein Staatsgeheimnis ist. Ist es. Und zwar ein sehr gut gehütetes. Wenn du deine Interessen in einem fremden Land wahren willst und die Diplomatie versagt, brauchst du andere Mittel. Wie einen Militärputsch? Das ist eine Option. Solomon Reed ist eine sicherere. 7 Jahre undercover? Der Typ ist wirklich gut. Ich habe mal für Arasaka gearbeitet. Spionageabwehr. Den Namen Reed habe ich nie gehört. Vielleicht warst du dafür nicht wichtig genug. Schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht war ich auch einfach mit echter Arbeit beschäftigt. Heißt also ja. Mit höherer Sicherheitsstufe wüsstest du mehr. Vielleicht. Eines Tages. Behalt das für dich, bevor Reed dich ins Grab befördert. Noch jemand voller ewigem Hass auf Arasaka? Reed hat seine Gründe. Wie finde ich den Typen? Kann ihn wahrscheinlich nicht einfach anrufen, hm? Weil man einen Schläfer nicht mal ebenso aktiviert. Man braucht eine Hundepfeife. Eine was? Sag ihm nicht, dass ich das so genannt habe. Ein Signal, das nur Reed hört. Etwas kompliziert. Vor dem Krieg gab es einen geheimen Kommunikationskanal, der FIA. Ein Zugriffspunkt in einem Capitan Caliente in der Nähe. Der Zugangscode war 0931. Hab ein mieses Gefühl, wie...
Meinst du analoges Festnetz? Hat der Absturz die Zeit zurückgedreht? Geheime Daten verschickt man am besten über die Technologie, die sich am schlechtesten abfangen lässt. Das Caliente sollte noch angeschlossen sein. Steht der Besitzer auf Antiquitäten? Zumindest auf Regierungsgeld. Und vielleicht lebt er ja noch. Denk dran, 0931. Okay, klingt machbar. Und mir wäre Diskretion lieber als Zerstörung. Verstanden? Aha. Und was passiert dann? Reed wird dich überprüfen. Dann zeigst du ihm das. Das heißt, dass du für uns arbeitest. Faktum. Mit einem Eintrag in der FIA-Datenbank. Moment mal. Heißt das, ich bin jetzt Special Agent? Richtig. Willst du den Eid schwören, damit es sich echt anfühlt? Geheimer Kommunikationskanal, eine offizielle Münze. Was noch? Codenachrichten im Screamsheet? Diese Münze dient deiner Sicherheit. Wenn Reed sich nicht vollkommen sicher ist, dass ich dich schicke, bringt er dich um. Da wir auf derselben Seite sind, von mir aus. Oh, wie? Dann sprich mir nach. Hiermit schwöre ich, wie? Hiermit schwöre ich, wie? Dass ich den neuen Vereinigten Staaten von Amerika treu dienen werde. Ich schwöre, die Werte zu verteidigen, die in der Verfassung der Nation dargelegt sind, und die Regierung unserer Nation mit Würde und Sorgfalt zu vertreten. Ich schwöre, die Werte zu verteidigen, die in der Verfassung der Nation dargelegt sind, und die Regierung unserer Nation mit Würde und Sorgfalt zu vertreten. Ich schwöre, mein Land gegen alle Feinde von innen und von außen zu verteidigen. Ich bin bereit, dafür mein Leben zu lassen. Ich schwöre, mein Land gegen alle Feinde von innen und von außen zu verteidigen. Ich bin bereit, dafür mein Leben zu lassen. Im Namen aller Amerikaner danke ich dir. Viel Glück da draußen, V. Und lass dich nicht erwischen. Okay, dann sind wir jetzt ein Geheimagent. Sehr schön. Oder Special Agent in dem Falle. Gut, gut. Dann, ja, schauen wir vielleicht, ob wir dann in der nächsten Folge mal Reed finden oder zumindest mal eine Kontaktperson. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.